Auf der Alpweide tragen die Rinder und Kühe Weideglocken oder Schellen. Kleine, leichte, meist geschmiedete Schellen und Reihen, aber auch kleine, gegossene Glocken. Kein Vergleich zu den Zügelglocken, die ohne weiteres 6 Kilogramm schwer sein können, die aber den Kühen nur an besonderen Feiertagen oder zum Alpaufzug oder zum Alpabzug umgehängt werden. Bei diesen feierlichen Anlässen tragen aber nach einem strengen Konzept die einen Tiere Treicheln, also diese großen, rundlichen, geschmiedeten Glocken, die anderen tragen gegossene Glocken. Auf vielen traditionellen Bildern und in zahllosen Scherenschnitten sind diese Szenen helvetischer alpiner Tradition dargestellt. Die Tradition dieser Darstellung lebt insbesondere im Appenzellerland und in der Landschaft Sahnen und Greyerz. Dort heißen die Alpaufzugdarstellungen Boia. Nicht die Glocken, aber die Treicheln hängen sich heute junge Leute nicht nur bei Anlässen wie beim Klausen in Urnesch um, auch bei gewissen bäuerlichen Anlässen oder Anlässen der SVP gehören Auftritte mit Treicheln dazu. Treichelnschmiede waren übrigens traditionellerweise die Zigeuner, ebenfalls die Glockengießer, wahrscheinlich aus dem Stamme der Kaldarascha, die für diese Metallarbeiten bekannt und gesucht waren. Sie haben das entsprechende Wissen und die Technik in die Alpentäler gebracht. Treicheln mit den sehr reich verzierten Treichelbogen oder Lederriemen waren bis ins 19. Jahrhundert sehr gefragt. Dann hat man sich mehr den Glocken zugewandt. Hannes Mohr, pensionierter Tierarzt in Schönried im Sahnerland, ist ein ausgezeichneter Kenner und Sammler dieser Glocken und befasst sich mit Geschichte und Brauchtum rund um diese Kuhglocken. Warum eigentlich hängt man den Kühen und Rindern Glocken um? Damit man sie hört, klar, damit man weiß, wo sie sind, etwa wenn der Nebel die ganze Alp verhüllt. Hannes Mohr setzt diese sehr funktionale Erklärung überhaupt nicht an die erste Stelle. Ja, erstens ist das natürlich auch ein Statussymbol für den Bauern, oder? Das zeugt von Reichtum, wenn man ein schönes Geläute hat, das dann formlich und auch klanglich zusammenpasst. Der Besitzer der Kühe stellt sich dar als jemand, der es geschafft hat. Der es geschafft hat, wertvolle und schöne Kühe zu besitzen und darüber hinaus die Mittel hat, sie mit den besten Glocken zu schmücken. Er demonstriert auch seine Verbundenheit mit den Vorfahren, die wussten, wie zu wirtschaften ist, die aus der Landschaft erst die Heimat machten. Diese Glocken, das sind Glocken, die dann nur für den Alpauffahrt und die Alpabfahrt benutzt werden. Zwischendurch hängen sie dann an den Latten, sogenannten Latten, an den Alpen. Wir haben dann auch noch die Weideglocken, das sind die kleineren, die haben dann eine andere Funktion. Dann weiß man natürlich auch, vom Takt her, wo die Glocken läuten, ist die Kuh am Grasen, wie käut sie wieder oder sind sie am Stechen. Und nach alter Überlieferung sind die Glocken auch da, um böse Geister, Dämonen, wilde Tiere, Diebe und Feuer und Wasser abzuhalten. Die Glocken läuten die bösen Geister weg. Sie haben eine apotrophäische Funktion, sind geisterabwehrend. Ähnlich wie der Alpsegen, der mit einer Art Megafon über die Alp gerufen wird. Der Segen muss sehr laut gebetet werden, nicht etwa, weil man meinte, Gott müsse das Gebet hören. Nein, der Segensruf muss möglichst akustisch das ganze zu schützende Gebiet abdecken. Übrigens, wenn Hannes Mohr von Kühen spricht, die stechen, meint er damit kämpfende Kühe. Ein Weideglöcklein, ein altes. Ein altes Weideglöcklein und gleich eine große, eine 13er-Glocke, wie man sagt, eine Glocke mit einem Ton, wie er im Sahnerland beliebt ist. Wodurch zeichnet sich eine gute Glocke aus?
Eine gute Glocke, da kann man fachtechnisch sagen, die sollte einen Grundton haben, die Unteroktave und die Oberoktave, eventuell eine verminderte Terz und eine Quint. Aber die gute Glocke, und das will ich mit einem Spruch eines Bauern sagen, und er hat sie auch so ausgelesen, seine Glocken, er hat immer gesagt, wenn ich diese Glocke läute, muss sie mich tief im Herzen berühren und wärmen, und dieses Gefühl geht dann mit dem Blut in den ganzen Körper. Es bekommt also so wie ein Kribbeln im Körper oder sogar Hühnerhaut. In der Glocke sehr verschiedene Töne drin sind. Diese Töne formen einen Klang und dieser Klang sollte eben harmonisch empfunden werden und möglichst lang austönen. Eine gute Glocke sollte lang austönen, mindestens eine Minute. Das bedingt dann natürlich, dass diese Haupttöne sich ergänzen und auch heben und nicht bremsen. Das ist eine sogenannte in Glosch Consonant, das heißt, die Töne gehen zusammen. In der Glocke stecken mehrere Töne und sollten zusammengehen. Was heißt das Zusammengehen? Ich kann das Ihnen an einer Glocke zeigen. Wenn ich da oben anklopfe, in der Mitte, und unten hören Sie schon in einer einzigen Glocke, dass da mindestens drei hörbar unterscheidbare Töne drin sind, die sich dann zu einem Klang formen. Aber außerhalb dieser hörbaren Töne sind dann noch viele Obertöne drin, die bei namentlich bei Kirchenglocken 50 und mehr Töne beinhalten, wie man das elektronisch heute feststellen kann. Der Bauer hat nun die Aufgabe, es Glüt zu bilden, also etwa sieben Glocken aufeinander abzustimmen. Ja, das ist das Schwierigste und das kann ich selber eigentlich auch schlecht erklären. Es braucht ein spezielles Musikgehör, das möglicherweise breiter ist als das normale. Und er nimmt eine gute Glocke und dann schaut er, dass er die passenden dazu bekommt. Wir unterscheiden ja Melodieglocken und Bassglocken. Und das gibt dann einfach ein Orchester, eine Harmonie und je nachdem, wie sein Ohr ist, ist das schön oder weniger schön. Aber wichtig ist, dass es ihm persönlich gefällt. Hannes Mohr stellt ein Dreiergeläut zusammen. Wenn Sie sich vorstellen, wenn so eine Herde mit so einem Geläute durch ein Tal kommt und es ist vielleicht noch ein Echo da, das ist einfach paradiesisch. Kann es nicht anders sagen. Und das gibt einen Widerhall auch ins Universum. Ah ja. Ja, sicher. Also es ist nicht nur herrlich, sondern es ist auch magisch. Sehr magisch. Und das ist auch das Geheimnis des alten Schopfers. Der Karl Schopfer. Der Karl, respektive auch Charles, wie er sich nannte, für die welsche Kundschaft. Er hat als bescheidener Bürger von Sahnen aus Autodidakt Mathematik und Astronomie studiert. Hannes Mohr hat vom Glockengießer Karl Schopfer gesprochen. Er soll die besten Glocken gegossen haben. Auch er setzte auf Esoterik und Magie beim Gießen der Glocken. Er hat sehr auf Witterungsverhältnisse und namentlich auf
den Mond geschaut und hat immer gesagt, er hat um den Vollmond herum die besten Glocken gegossen. Und darum hat er dann auch meistens diese Glocken gefeiert. Und man hat ihm dann eben auch nachgesagt, er sei ein Monatstrinker. Den Sand, in dem die Glocken gegossen wurde, holte er im Wallis. Niemand wusste genau wo. Er hat dann auch diesen Sand mit Vin cuit, mit einer Art Birnendicksaft, bearbeitet und geknetet. Dies betraf aber nur die Schicht, die direkt an die Glocke kam. Er hat eine ganz feine Oberfläche hergebracht. Wenn die Glocke grob wird, ist das wie ein Schalldämpfer. Und er hat auch sehr darauf geachtet, dass er gute Grundmaterialien hatte. Hannes Mohr hat den Nachlass von Karl Schopfer erworben und lässt weiterhin Glocken nach den Modellen von Schopfer herstellen. Könnte er im Blindversuch Schopferglocken von anderen unterscheiden? Ich vielleicht nicht, aber viele Leute schon. Es ist irgendwie ein Kristallklang, ein weicher, sanfter Klang, der berührt eben einfach. Es gibt Bauern, die das können. Schopferglocken sind sehr sparsam verziert. Da sieht man etwa das Motiv des Sennen mit Hund, stilisierte Sonnen, dann aber viele Symbole aus der katholischen Bilderwelt, Kruzifixe, Antonius, Franziskus, Nikolaus. Auffallend häufig kommt der heilige Alois von Gonzaga vor, der 26-jährig gestorben ist, Jesuit und Exorzist war. Er lebte in Italien lange nachdem das Saanerland reformiert wurde. Die Glockengießer und ihre Auftraggeber haben ihn also nicht von ihren katholischen Vorfahren mit in die neue Religion genommen, sie haben den jungen Exorzisten als Protestanten sozusagen adoptiert. Da kommen wir wieder auf die ursprüngliche Form. Eine der ursprünglichen Zwecke der Glocken zurück. Sie wurden gebraucht zum Exorzismus, zum Austreiben von bösen Geistern. Das Böse abwehren. Das Böse abwehren. Da gehörte die Glocke dazu, wie das Weihwasser, das Kreuz, die Bibel, die Kerze. Und der Rauch. Der Rauch, richtig. Da ist der Kreis wieder geschlossen. Der heilige Alois, Patron der Jugend und der Keuschheit, wird in der Landschaft von Gesne am 21. Juni gefeiert. Le Gesne, die alte Bezeichnung für die Landschaft Saanen und Greyerz, die auf den Glocken immer noch benutzt wird. Glocken werden in der Familie weitervererbt, verschenkt zu wichtigen und großen Anlässen. Sie sind aber auch außerhalb des bäuerlichen Milieus zu Sammlerobjekten geworden. 30.000 bis 50.000 Franken muss man für es glüht, also für etwa 5 bis 7 Glocken rechnen. Aber der Kult um die Tiere, die geschmückt werden, ist immer noch lebendig. Ein Kult, der den Stolz der Besitzer der Kühe zum Ausdruck bringt. Wie weit magisches Denken im Kult um die Kühe immer noch vorhanden ist, das ist schwer auszumachen.